Und das hat mich im Großen den Anschein gehabt, weil ich wollte jetzt sagen, so kehrt der Stopp bei gespielt. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Ist nicht perfekter Stoppball von Ivan Lendl, aber umso besser der Gegenstopp von John McEnroe. Aber noch immer auf 40-15. Und nur noch 40-30. Unglaublich. Mit der Rückhand entlang der Linie den Punkt vorbereitet und dann den Rest am Netz besorgt. Und er holt von 40-0 noch das Aufschlaggame von Ivan Lendl zum 1-0 im zweiten Satz. Zum 3-0 im zweiten Satz. Ein ganz enormer Passierfall. Als Ende dieses dritten Games des zweiten Satzes. Wäre nicht verwunderlich, würde Ivan Lendl resignieren. Unglaublich, von der Rückhand. Ivan Lendl konnte überhaupt keine Reaktion zeigen. Zweiter Satz, Aufschlag, McEnroe. Ass Nummer 5 von John McEnroe.
zu halten. Noch einmal der erste Aufschlag bei 15 beide und 5-2. Der beste Rückschläger der Welt, nämlich Jimmy Connors, hat sich auch schon schwer getan bei diesen Aufschlägen hier in Roland Garros von McEnroe. Und Lendl kann heute nicht returnieren. Damit jetzt zwei Satzbälle für John McEnroe zum 6-2 im zweiten Satz. Ein Doppelfehler von ihm. Fünf Asse und drei Doppelfehler bisher. Noch immer Satzball. 40-30. Jawohl, das ist der zweite Satz. Nach einer Stunde und sechs Minuten fehlen John McEnroe zu seinem ersten Paris-Sieg nur noch ein Satzgewinn. Sprechhöre für Ivan Lendl. Die Zuschauer wollen natürlich einen Kampf sehen. Sie begnügen sich nicht mit einer Demonstration, die John McEnroe hier zeigt. Schon wieder 30-0 bei Aufschlag von John McEnroe. Bisher ist Ivan Lendl noch nicht zur Gelegenheit einer Breakchance gekommen. Thank you.
Sensationell. War das ein Stoppball von der Rückhand von John McEnroe, fast von der Grundlinie. Ganz enorm, ganz enorm. Heißt 40-0. Hören Sie das, Herr Schiedsrichter, hat er jetzt gesagt? Und meinte den Lärm der Zuschauer. Beide 1 im dritten Satz. Und nicht einmal der Funken einer Breakchance für Ivan Lendl. Jetzt der ganze Kampfgeist nicht. Lendl wäre bereit, sich aufzubäumen. Aber wenn man nicht hinkommt, was soll man tun? Schon wieder 0:30. Klar, dass da auch die Präzision des Aufschlages, die Konzentration leidet. Jetzt geht er auf die Kamera, Leute, los. Hat er irgendein Gerät gepackt und hat es auf den Court geworfen. Ein Gerät eines Kameramannes, das ihn gestört hatte. Noch einmal, Kameraleute sofort in Position. Mich wirst du nicht auch noch sekieren. Das war jetzt ungefähr in dem Schlag von Ivan Lendl. Das war abzulesen. Man muss sagen, er kann ihn heute sekieren. Er ist einfach so überlegen. Applaus für Ivan Lendl.
Und vor allem, man muss sagen, diese Zornausbrüche, wie zuerst, die könnte er sich schenken, dieser John McEnroe. Aber irgendwo verlangt das Publikum von ihm auch diese Eskapaden. Dieser Backhand-Lob von der Grundlinie war ganz ausgezeichnet. Enorm diese Beinarbeit. Auch wenn jetzt ein Rückhandwolle von Ivan Lendl dieses dritte Game des dritten Satzes beendet hat und eine 2-1-Führung für Lendl gebracht hat. Es gibt ja viele, die behaupten, John McEnroe bräuchte diese Aufregungen, um noch besser zu spielen. Ich glaube, das ist einfach sein Naturell und diese Aufregungen färben in keiner Weise auf sein Spiel ab, beflügeln es weder noch bremsen sie es. Es ist einfach die Art des McEnroe, ist sein Naturell. 1-2, dritter Satz, Aufschlag McEnroe. Jetzt einmal 0:30. Nein, 15 beide. 15 beide. Thank you.
Und der erste Breakball für Ivan Lendl ist da. Hat jetzt sehr locker gespielt in diesem Game bisher. Ivan Lendl hat ja auch nichts mehr zu verlieren. 3-6 und 2-6 liegt er in Sätzen zurück. Erster Breakball. Und mit einem mächtigen Aufschlag wurde diese Chance zunichte gemacht, Einstand. Ein super Rückschlag auf den zweiten Aufschlag von John McEnroe und die zweite Breakchance in diesem Match für Ivan Lendl. Bravo, McEnroe, wie er das wieder abgewehrt hat. Ganz souverän, genauso souverän wie die erste Breakchance von Lendl. Vorteil McEnroe. Beide. Ball hat die Netzkante berührt. McEnroe sofort reagiert. Und ein enormer Smash zum 2-Beide im dritten Satz. Aufschlag Lendl. Thank you.
44 und das heißt drei Breakbälle zum 3-2 für John McEnroe. Knapp außerhalb und damit 15:40. Immer noch Breakball für McEnroe. Richtig oder Endstand? Von 0:40 jetzt auf Endstand Ivan Wendler. Während sich McEnroe etwas säubert, dieser wirklich starke Ballwechsel. Vorhand von Wendl funktioniert jetzt sehr gut. Überhaupt in diesem dritten Satz seine stärkste Waffe. Macht er mit sehr viel Druck, allerdings John McEnroe nimmt diesen Druck immer wieder mit Tempowechsel weg. Hält phasenweise mit und wechselt dann das Tempo. Einstand, Aufschlag, Lendl. Spielstand 2:2 im dritten Satz. Bravo, Ivan Wendler, der Einsatz ist enorm, der Einsatz stimmt, er versucht alles, um den Zuschauern ein Match zu bieten. Trotzdem wieder Breakball für McEnroe. Und Einstand. Vorteil Lendl. Von 0:40er Vorteil zeigt von dem Kampfgeist des Tschechoslowaken. War ganz gut hier zu passieren, aber wieder Einstand.
Southwest Lindsay. Vier Möglichkeiten hatte hier McEnroe, dieses Game bisher zu gewinnen. Das ist die zweite Chance für Lindo. Geht um die 3-2 Führung im dritten Satz. Und der ist Lindo. Preis für Lendler ist Lohn. Von enormem Einsatz als Lohn für Kampfgeist, den er hier bei 0,40 bewiesen hat. Erinnern Sie sich vielleicht an die beiden Smashes von John McEnroe